Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch auf dem 13. Februar um 21.08 Uhr jetzt an dieser Stelle. Wir haben noch drei Aufträge zu erledigen, was die Valentinsgeschichten angeht. So, 21.08 Uhr, mal mein Bierchen an der Seite stellen. Ich habe uns eine neue Fracht rausgesucht, die werden wir jetzt mal eben abholen. Die ist 80 Kilometer entfernt, ihr seid doch bescheuert. Mal im Ernst jetzt hier. Na gut. Warum ist das eigentlich so weit weg? Kann ich euch sagen, weil ich nicht richtig geguckt habe. So, neue Info zu 147. Mit der 147 wird es besitzbare Tiertransporter geben. Wobei ich mich frage, wofür brauchen wir die? Weil jetzt sind ja schon kaum Tiertransporte zu finden. Siehst du, ich wollte ja den Reifenzaun wieder rausnehmen. Ich habe ihn immer noch drin. Weil ich noch mal reinhorchen wollte. So, erstmal unsere Fracht abholen. Die anderen Mods habe ich im Übrigen gefunden. Ich hatte sie einfach nicht aktiviert. Das war ja zum einen die... Boah, auf jeden Fall die belebten Bushaltestellen. Und irgendwas war da noch. Egal. So, 47 Kilometer noch bis zu unserer Fracht. Kamaz Trans Service. Ah ja, Alles klar, wir müssen auch hier rein, wa? Warum hat mich das jetzt nicht sonderlich überrascht? Da kommt alle was von vorne. Gucken, komme ich dran vorbei? Könnte klappen. Frage ist, wie weit? Hier haben wir durchgezogene Linie. Das gibt gleich ein Knöllchen. Hier ist ein Kreisel. Das klappt. Kamikaze, ey, aber ganz ehrlich. So. Die ganzen Trantüten da vor uns können wir nicht gebrauchen. Kilometer. Ja, weil es ist ja so, es ist ja nicht, dass wir noch die Fracht abholen müssen, wir müssen sie auch noch ausliefern. Das kommt ja alles in die Folge mit rein und wir können ja nicht mal so maßlos überziehen, liebe Leute, das geht ja nicht. Und wenn du immer solche wie den da vor dir hast... Dann kostet das Zeit. Ich habe übrigens noch eine nette Lackierung als Mod reingebracht. Ich hoffe, ich finde den dann entsprechend und wir können unseren LKW dann damit ausrüsten. So. Wo steht denn unser Trailer? Da steht er. Valentinsturm. Bald so anstrengend wie Weihnachten. Ganz ehrlich. Überleg mal. Bald hast du jeden Tag irgendeinen Grund, warum du deinem Schatz oder wem auch immer oder deinen Angehörigen was schenken sollst. Dann ist Valentinstag. Dann Ostern. Wir haben früher Ostereier gesucht. Wir haben Ostern erst bekommen mit Schokolade drin. Das war's. Heute kriegst du eine Playstation. Gut, ich nicht, aber ja.
Ich weiß nicht, ob das alles wirklich so richtig ist und so sein muss. Lässt mich raus, ja, bleibt dir nichts anderes übrig, weil ich meine Schnauze jetzt schon zu weit auf der Straße hab, gell? So. Da ein kleines Häuschen mit rot gestrichenem Zaun, sehr schön. Kilometer haben wir jetzt vor uns. Wir haben jetzt 5 Minuten unserer Fahrt weg. Ja, ich denke mal, wir werden überziehen. Die Frage ist, wie lange. Hier dürfen wir 90 fahren. Das ist unglaublich. Jetzt hier nur 41, das werden wir auf jeden Fall noch bei Tageslicht hinbringen. So. Wunderbar. So, hier sind wir ein bisschen mit Schmackes durch, aber naja, Gott. Ich wollte ja mal die Regenwahrscheinlichkeit wieder ein bisschen nach oben schrauben, weil ich glaube, ich habe die jetzt aktuell komplett auf Null. Mit anderen Worten, es regnet nicht. Nicht in unserem Spiel. Nicht so schnell, sonst liegen wir wieder im Rücken. Kranwagen gab es aber auch schon. Modernere. Ich würde mal so gerne so einen richtig modernen, großen, so einen Liebherr oder so auf den Straßen sehen. So, bis jetzt klappt alles gut. Genau, also so wie mit der 147 freigeschaltet, dann eben diese besitzbaren Trailer und offensichtlich entsprechende Städteänderung. Warum bremst du uns so aus, Mann? Oh, ein Pfeifen-Heini. Ja, morgen beginnt für mich, also der 14.02. für mich ein früher Tag. Es ist Valentinstag. Meine SL-Partnerin fragte heute schon, wo sind meine 100 Rosen? Wir haben telefoniert. So eine Sache für sich. Okay. Kann ich überholen? Ja, ich war zu schnell, das ist mir aber egal. Ich habe keine Zeit, Mann. So, pass auf. Wir versuchen mal, uns hier vorbeizumogeln. Ey, jetzt fährt der absichtlich langsam, ne? Spinner. Malta. Malta?
Belebte Bushaltestellen, da ist keiner. Die Frage ist jetzt, welche Bushaltestellen belebt sind. Also aktiv ist der Mod jetzt. Die Mod, nicht der Mod. Oh, ich habe wieder heute so viele Seiten gesehen, wo diese Gender heißt es übrigens, nicht Gender. Die Deutschen können das aber nicht, deswegen Gender. Also für mich ist es auch Gender. Wo diese komische Sprache ist wieder mit den Doppelpunkten und so weiter. Was ich ja nice fand, ich muss jetzt natürlich etwas weiter zurückdenken, weil ihr seht diese Folge relativ spät, dass der WDR dieses Gendern quasi abgeschafft hat. Ich meine, ich halte nicht viel für den Öffentlich-Rechtlichen, aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Den Mist braucht kein Mensch und sorry, es ist eine Vergewaltigung der Sprache immer noch. Habe ich schon zigmal gesagt. Ich kann mich jedes Mal drüber auslassen, ganz ehrlich. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben in der deutschen Sprache Sachbegriffe. Lehrer, Sachbegriff Arzt, Ärzte, Schüler, Kinder. Überhaupt ein Argument. Bei Kindern ist denen noch kein Gender-Dingens eingefallen, wa? Kinderinnen oder wie? Naja, müssen wir uns nicht erneut drüber auslassen. Nicht über Deutschland, ganz ehrlich. Hat man früher gesagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Mittlerweile muss man sagen, ich schäme mich für mein Land. Echt. So. Oh, ein Boot. Oh, eine alte Kaschemme da rechts, wa? Was ist das überhaupt für einer? Habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich muss sagen, mit diesem Grafikmod ruckelt's doch ein wenig, ne? Noch 83 Kilometer an den Start. Was ist das denn für... Ah, Flowers, Blumen. Ja, super. Zweite Welle rot. Vor dir noch einer? Ja, ne? Aber gut, noch liegen wir einigermaßen im Zeitplan. Bisschen rausgucken. Ne? Hör mal, Schätzelein, du bist so blass, bist schon gestorben. Oh. So. Ich hätte echt gedacht, dass wir länger brauchen, aber okay. Das war dann die 12. Fahrt. Das heißt, wir haben noch 2 Valentinstagsgeschenke vor uns. Und dann hat sich das erledigt. Hinten ziehen richtig dicke Wolken auf, ha? Ja, ich muss die Regenwahrscheinlichkeit wieder mal ein bisschen nach oben drehen. Das ist ein bisschen wenig hier.
Er lässt uns rein, ey, das ist ja unglaublich. Wow. Es gibt auch noch nette KI. Belebte Bushaltestellen habe ich trotzdem noch nicht gesehen. Alter, das sieht so schwarz aus da hinten, ne? Ja, nach dieser Tour werden wir erstmal schlafen und tanken. Ich hoffe, dass in dem Ort, wo wir jetzt reinkommen, eine Garage von uns steht. Können wir nämlich beides entsprechend gut erledigen. Brauchst du nicht blinken? Ich werde fürs nächste Video mal die Regenwahrscheinlichkeit wieder ein bisschen nach oben drehen. Ja, du brauchst nicht gähnen, wir sind gleich da. Ich glaube, mit Garage ist hier nicht mal ganz viel, wa? Oder täuscht das jetzt? Ist auf jeden Fall ein Hotel. Unsere eigene Garage wäre mir lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott, guckt euch den Himmel an da hinten. Aber so kennt man das, ne? Tiefschwarzer Himmel und so ein Gebäude strahlt in den schönsten Farben, weil von irgendwoher dann doch noch die Sonne durchkommt, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich sehe nämlich nichts. Das ist nämlich der Unterschied zum realen Leben. Du siehst im Prinzip hier im ETS nix. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Nee, ich fahre da jetzt so rein. So, absatteln. Wir haben das natürlich ausgezeichnet gelöst, wie immer. Zwölf von 14 und wir gucken mal eben auf die Karte, wo wir sind. Wir haben keine Garage, hier ist eine Werkstatt. Aber
Wir haben in Utena tatsächlich keine Garage. Wir können natürlich auch Folgendes mal machen, pass mal auf. Und zwar Garagenmanager. Und wir nehmen die. Okay. So, wir nehmen die Kartenansicht. Sind jetzt hier, da haben wir keine. Wir können aber dorthin. Und wir, da wir sowieso am Ende sind, machen wir einfach eine Schnellreise dorthin. Werden dort einmal schlafen. Ich werde die Grafikeinstellung ändern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.